Petra Pau ist die nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden über eine Verbunddatei für rechtsextreme Gewalttäter. Zur Begründung heißt es im Gesetzentwurf, ich zitiere, sie soll die bewährte Zusammenarbeit zwischen den Ämtern sinnvoll ergänzen. Es war heute schon die Rede davon. Auslöser für die heutige Debatte ist eine jahrelange Nazi-Mordserie mit 10 Toten. Danach von einer bewährten Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden in diesem Falle zu sprechen, das finde ich allerdings dreist und würdelos, auch gegenüber den Hinterbliebenen. Nachdem die Nazi-Mordserie publik wurde, hat der Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich 3 Schlussfolgerungen oder Maßnahmen angekündigt. Erstens ein Abwehrzentrum gegen rechten Terror, zweitens die besagte Verbunddatei für rechtsextreme Gewalttäter und drittens noch eine Sonderkommission, die sich mit den Ermittlungspannen beschäftigen sollte. Was Sonderkommissionen sollen, dürfen und tun, ist unklar. Eine Bund-Länder-Koordinierung gegen Rechtsterrorismus gab es schon einmal. Sie stellte im Jahre 2007 unverrichteter Dinge ihre Arbeit ein. Und ebenso gab es eine Spezialdatei für rechtsextreme Kameradschaften. Sie wurde im Jahre 2010 gelöscht. Und zwar so nachhaltig, dass der zuständige Staatssekretär sich im Dezember letzten Jahres auf meine Nachfrage nicht mal mehr an die Existenz dieser Datei erinnern konnte. Kurzum, wir erfinden heute nicht den Stein der Weisen. Es geht zum Teil um alte Hüte, aufpoliert und vorher abgelegt. Die Verbunddatei soll vor allem Erkenntnisse der Kriminal- und Verfassungsschutzämter von Bund und Ländern bündeln. Dazu wird es eine Anhörung im Innenausschuss geben, deshalb nur 3 Anmerkungen von mir. Erstens heißt es, das sei eine Täterdatei, keine Gewissensdatei. Der Gesetzentwurf schließt allerdings eine Gesinnungsdatei nicht aus. Und einem solchen Vorstoß wird die Linke nicht zustimmen. Zweitens, wenn Sie das Gesetz lesen, durch Sonderregelungen wird die unsägliche V-Leute-Praxis im rechtsextremen Milieu auch in diesem Gesetzentwurf fortgeschrieben. Das wäre für die Linke nicht hinnehmbar. Und drittens, lapidar wird im Text mitgeteilt, dass verbriefte Grundrechte eingeschränkt werden. Auch das ist so nicht akzeptabel. Es hat schon eine Rolle gespielt. Der Entwurf, um den es hier geht, heißt Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung des Rechtsextremismus. Ich halte das ein wenig für anmaßend. Andere haben schon dazu gesprochen. Es ist nur diese Datei tatsächlich Bestandteil des Gesetzes. Aber es erinnert daran, der Kollege Hartmann hat es gesagt, es fehlt ein Gesamtkonzept im Kampf gegen Rechtsextremismus für die Prävention. Und das ist das eigentliche Problem. Nun erwarte ich nicht, und das ist auch nicht Ihre Aufgabe, dass das Bundesinnenministerium dieses Gesamtkonzept vorstellt. Allerdings, ich erwarte es auch nicht vom Familienministerium, nach der Geschäftsverteilung der Bundesregierung eigenartigerweise zuständig. Meines Wissens gab es nach der unglaublichen Nazi-Mordserie von der Bundesfamilienministerin 2 Reaktionen. Erstens, sie sei für Prävention zuständig, nicht für Morde, richtig. Zweitens, sie werden ein Kompetenz- und Informationszentrum schaffen. Dieses Zentrum solle wertvolle Erfahrungen, auch pädagogische, im Umgang mit Rechtsextremen sammeln und verbreiten. Inzwischen konnten wir lesen, was da als pädagogisch wertvoll gilt. So sollten in Dortmund 30 militante Neonazis mit 30 demokratischen Jugendlichen plaudern, um die Nazis vom rechten Weg abzubringen. Von derselben pädagogischen Güte waren übrigens geplante Ausflüge junger Kölner CDU-Mitglieder nach Berlin-Kreuzberg. Sie sollten sich besetzte Häuser angucken, um der linken Gefahr ins Auge zu schauen. Das alles gefördert mit Geldern aus dem Bundesfamilienministerium.
Also wer Ahnung hat von diesem Gebiet, der ist fassungslos. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können weiter über das Für und Wider von Verbunddateien streiten und werden das auch tun. Aber das eigentliche Manko, ein gesamtgesellschaftliches Konzept und gemeinsames Handeln, liegt weiterhin brach. Überhaupt, solange Rechtsextremisten verharmlost werden und Antifaschisten misstrauisch beäugt, ist etwas faul. Und der Angelegenheit sollten wir uns gemeinsam zuwenden.